Guten Morgen. Was hat Angie neulich gesagt? Wie der von Tim und Struppi. Also heute, ja, mehr denn je. Aber egal, bevor ich nämlich jetzt unter die Dusche springe, fliege ich mit der Drohne. Hier ist so schön winterlich und ich wollte so gerne Schneebilder von der Drohne haben. Ja, jetzt bin ich schon dabei, gerade den Akku vorzuwärmen. Ich dann den warmen Akku einlege und dann kann ich raus, hoch und dann, ja, ich freue mich. Der Blick in den Garten ist genial bei dem Wetter, aber die Drohnenaufnahmen, sehr schön, oder? Ach ja, so, jetzt gehe ich duschen, wird Zeit, oder? So, und schon bin ich wieder frisch. Jetzt mal gucken, jetzt machen wir uns erstmal ein Ei und dann, ja, ich weiß gar nicht, wie spät haben wir es denn? Ich denke mal, so lange dauert es nicht mehr, dann werden wir unser Mittagessen vorbereiten und dann gehen wir zur Oma. Zur Weihnachtsfeier. Genau, zur Weihnachtsfeier. Kartoffeln schälen fürs Essen. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Als Kind hat man von seinen Eltern Essen gemacht bekommen. Dann wird man erwachsen und was macht man? Man macht für seine Eltern Essen. Irgendwas läuft da falsch, oder? Ah, naja. Gut. Kartoffeln fertig. Gut. Na, ich denke, eine noch. Dann reicht's. Ich bin mal gespannt auf das Weihnachtsfest dann da im Heim. Gut. Ja. Trostlos wahrscheinlich. Naja. Hier, das Heim hat bald ein Ende. Mein Vater und sein Bruder haben jetzt schon andere Pläne. Da wird sich was ändern und dann ist das mit dem Heim erstmal vorbei. Gut. So, Wasser aufsetzen. Los geht's. Und schon ist das Essen fertig und ich kann die Teller beladen. Na? So. Lecker, lecker. Es ist angerichtet. Wir machen uns fertig zum Aufbruch. Wir sind schon fertig. Ja. So. Nerven. Nein, so schlimm ist es gar nicht. Ja, nee, wir fahren jetzt los und dann Weihnachtsfeier. Naja, aber die Oma wartet ja auf uns, von da an, die freut sich sicher. Und jetzt Geschenkchen. So, jetzt müssen wir erstmal einkaufen, die wichtigen Sachen des Lebens, Augentropfen und Tempotaschentücher. Und wir haben schon eine Menge gelernt. Ja. Mein Vater in seinen jungen Jahren, also auf seinem Passbild von früher, sieht fast so gut aus wie ich, fast. Aber ich sehe alt und schlecht ernährt aus. Jo. Da sagt meine Waage immer was anderes. Tschüss, Schatz. Tschüss. Kommt gut nach Hause. Bestimmt. Fahr auch vorsichtig. Ja, machen wir. Hätten wir das jetzt auch hinter uns? Ja. Weihnachtsfeier im Altenheim. Jo. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Gut, jetzt fahren wir erst noch mal ins Haus. Und holen unsere Sachen und dann geht's wieder los auf die Autobahn. Ah, so. Ja. Ah, ja, so eine Weihnachtsfeier im Altenheim ist nicht so das Prägliche. Ich kenne das noch von früher. Ich habe Zivildienst gemacht und habe da Weihnachtsfeier mitgemacht. Also ich kenne es von Seiten des Personals und jetzt
quasi als Angehöriger mal mitgemacht. Ja, das braucht man nicht wirklich, aber was soll man machen, ne? Ich meine, man weiß nie, wie lange man seine Verwandtschaft noch hat und vielleicht war es das letzte Weihnachten, vielleicht nicht, man weiß es nicht. Und dann bin ich froh, dass ich meine Oma jetzt noch gesehen habe und dass wir irgendwie einigermaßen entspannten Nachmittag miteinander hatten. Ja. So, jetzt schmeißen wir unsere Sachen ins Auto und dann geht's weiter. Dann sind wir da. Ich kann meinen Vater wieder absetzen. Hurra, hurra. Hurra, hurra. Und dann geht's für mich nochmal, ich glaube so knapp 60, 70 Kilometer nach Hause. Ach ja. So. Alles klar. Vergiss dein Geschenk nicht. Nee, ich hab ja die Taschen noch hinten drin. Zu Hause. Reicht auch. Fix und alle. Blöde Autofahrerei. Früher hat mir das nicht so viel ausgemacht. Jetzt finde ich es immer schlimmer. Naja, das will man machen. Hey, Dicker. Hey, Dicker. Wartest du schon? Wartest du schon, ja? Bin ich heimgekommen und dann habe ich mich um den Kater gekümmert. Dann war ich noch in der Badewanne. Ja. Und ja, jetzt mache ich mich ins Bett. Ich bin ziemlich fertig. Ja, deshalb konnte ich jetzt auch nicht mehr filmen. Aber wie gesagt, es ist nichts Spannendes passiert und wir sehen uns dann morgen wieder. Ach, da geht wieder der Regelalltag los mit Arbeit und allem drum und dran. Bis dann.